Gut. Ja, hallo Leute. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals so ein Video drehen muss, über die ich mich sonst immer lächerlich gemacht habe. Aber jetzt ist es soweit. Ich wurde aktuell in eine Situation reingedrückt, aus der ich jetzt gerade nicht mehr rauskomme. Und beziehungsweise schon rauskomme, aber ich komme nicht drum herum, euch etwas mitzuteilen. Ihr könnt es euch wahrscheinlich schon denken. Und ja, es geht darum, dass Nico und ich uns getrennt haben. Ich finde solche Statement-Videos immer furchtbar. Das Problem ist einfach, Nico und ich hatten uns erst vor gar nicht so langer Zeit dazu entschieden, das jetzt so in die Öffentlichkeit mitzunehmen, weil wir sind beide Personen des öffentlichen Lebens. Uns kennen super viele Leute, wir haben beide eine super starke, coole Community. Und damals haben sich schon so viele Leute darüber aufgeregt, warum macht ihr das nicht endlich öffentlich, warum macht ihr... Habe ich Littenstein an der Hand? Nein. Warum macht ihr das nicht endlich öffentlich, bla 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 bla. Und es hatte schon so seinen Grund, warum ich das, oder und er auch, das nicht möchten, weil ich bin ja mit meinem Privatleben, wie ihr wisst, ganz, 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 ganz streng. Also ich möchte nicht so viel so von meinem Privatleben preisgeben, weil das so wirklich mein Herz ist. Und deshalb ist es mir auch oder uns auch sehr, 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 sehr schwer gefallen, das so hart in die Öffentlichkeit zu rücken. Klar, man hat uns zusammen in Videos gesehen, aber uns so als Paar zu outen, ja, ist dann halt auch wieder sehr privat irgendwie. Ja, wir dachten dann halt im Endeffekt, okay, es ist für jeden selbsterklärend irgendwie, dass wir zusammen sind, was auch immer. Weshalb ich dieses Video jetzt überhaupt drehe, ist dadurch, dass ich mich oder wir uns dazu entschieden haben, euch zu sagen oder euch zu zeigen, dass wir ein Paar sind, bin ich jetzt natürlich auch fast schon dazu gezwungen, euch mitzuteilen, dass wir nicht mehr zusammen sind. Denn man kann nicht die guten Seiten dann hier alles super und alles schön, aber dann lässt man euch so im Dunkeln tappen. Und die, super, super viele von euch haben es natürlich schon gecheckt. Wir folgen uns nicht mehr gegenseitig. Ich habe ein paar Fotos gelöscht von uns und ich möchte einfach so ein bisschen mit den Gerüchten aufräumen, weil natürlich, ne, ihr wisst nicht, was gerade bei uns abgeht und ja, ihr macht euch natürlich dann Gedanken, oh Gott, was ist passiert? Und ich möchte einfach dieses Video drehen, um das sofort ein bisschen zu stoppen, bevor es eskaliert. Denn hier ist niemand irgendjemandem fremdgegangen. Er ist mir nicht fremdgegangen, ich bin ihm nicht fremdgegangen. Es gibt einfach manchmal Dinge, die einfach nicht funktionieren. Und man merkt halt irgendwann, und wir haben es jetzt nach einem Jahr gemerkt, dass das halt einfach nicht passt. Manchmal funktionieren Dinge im Leben halt einfach nicht so, wie man sich das vorstellt. Und das ist hart und das ist blöd und man denkt sich so, ah, kacke, aber so ist es halt nun mal. Es ist halt nicht immer alles so toll im Leben, ne? Das muss ich euch nicht sagen. Und deshalb, ja, wollte ich das einmal kurz vorwegnehmen, denn jetzt am Wochenende steht auch die Glow an und die ist in Stuttgart und ich weiß ganz genau, dass super viele von euch sich fragen werden, warum ist der Nico denn nicht da? Und dann werde ich natürlich gefragt. Und dadurch, dass das auf Instagram jetzt schon so ein bisschen publik geworden ist, weiß ich ganz genau, dass die Presse selbstverständlich danach fragen wird. Natürlich interessieren die sich dafür, weil das, ne, gibt natürlich gute Klicks, ja. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Und bevor irgendeine Seite, irgendein Presseportal, whatever, Promiflash, mir das wegnimmt, das zuerst selbst auszusprechen, das ist mir ganz wichtig, dass nicht man das, ja, in so solchen YouTube-Videos oder so sieht, die nicht von mir kommen oder nicht von Nico kommen. Ich möchte das gerne selber entscheiden, wann ich sowas preisgebe und wann nicht. Das ist mir super wichtig, weil ich möchte da gerne so die Kontrolle behalten. Ich weiß ganz genau, dass es super viele Kommentare geben wird. Negative, positive. Ich möchte euch nur halt darum bitten, ich weiß, wir haben es, die Leute werden jetzt sagen, ey, ihr habt das in die Öffentlichkeit gezogen, jetzt müsst ihr auch damit klarkommen. Selbstverständlich, kann ich absolut nachvollziehen. Aber eine Beziehung geheim zu halten, obwohl beide sehr aktiv in der Öffentlichkeit sind, ist fast unmöglich. Weil natürlich würden sich alle wundern, warum bist du immer in Stuttgart? Das war ja am Anfang sofort auch so. Und ja, was wollte ich noch sagen? Ach ja, ich würde euch gerne bitten,
da nicht irgendwas rein zu interpretieren, denn es ist alles in Ordnung. Also, es ist, wir hatten niemand irgendjemanden betrogen oder irgendwas. Also wirklich, ich will da direkt aufräumen. Und ja, wenn ihr uns auf der Straße seht und so, ich weiß, euch interessiert das, aber bitte, ich bitte euch auch auf der Glau, mich nicht darauf, also mich nicht irgendwas zu fragen zu dem Thema oder so. Nicht, weil ich dann sofort losheulen würde, sondern weil ich würde euch sowieso nicht antworten. Also was soll ich dazu sagen, wenn ihr jetzt einer fragt, ja, warum ist das denn auseinandergekommen? Dann würde ich ja keiner fremden Person sagen, ja, mir super, lass uns noch einen Kaffee trinken gehen. Das ist auch gar nicht böse gemeint, aber ich glaube auch nicht, dass ihr das tun würdet. Und ja, das wollte ich einfach nur kurz klarstellen, bevor irgendein Promi-Flash-Ding das tut. Und ja, ich glaube, das war's auch schon. Ich werde das Video einfach so hochladen und gibt es noch irgendwas, was ich sagen wollte? Oh Gott, ich musste sowas noch nie machen. Gott sei Dank, hoffentlich musste ich sowas auch nie wieder tun. Aber ja, manchmal, da erkennt man wieder diese Insta-Welt, die ihr seht. Ihr seht immer nur das Gute, wisst ihr? Ihr seht so, oh, Couple Goals, bla 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 bla. Und es ist auch nicht so, dass wir das in dem Moment nicht so gefühlt haben oder so, aber es gibt immer noch eine... Ganz, der größte Teil, den wir leben, teilen wir natürlich nicht im Internet. Und wenn Sachen nicht funktionieren, dann halten wir nicht die Kamera drauf. Wenn wir uns streiten, halten wir nicht die Kamera drauf. Das ist ganz, das ist auch richtig so, weil es gibt halt Dinge, die so privat bleiben. Und, also meiner Meinung nach. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Pärchen, die ihr auf Instagram seht, euch irgendwie vorgaukeln, oh mein Gott, die haben die perfekte Beziehung und ich bin immer noch Single oder meine Beziehung läuft nicht so und ihr macht euch irgendeinen Druck dahinter und ihr macht euch falsche Vorstellungen und so weiter. Macht das nicht. Glaubt mir, Leute, das tut euch nicht gut. Das tut euch nicht gut. Ich kann es euch von der anderen Seite aus zeigen. Ich sehe genau die andere Seite und lasst euch davon nicht beeindrucken. Und ja... Ich glaube, das war's. Ja. Das wollte ich euch nur kurz mitteilen. Und ja. Vielleicht sehe ich ein paar von euch in Stuttgart auf der Glau. Und jetzt könnt ihr anfangen, irgendwelche komischen Sachen in die Kommentare zu schreiben. Oder vielleicht auch was Nettes. Und ja, jetzt sage ich bis zu meinem nächsten Video. Und ich habe bestimmt irgendwas vergessen. Aber es ist ja eigentlich das, was ich sagen wollte. Okay.